Kane. Kane hat 4 Buchstaben. Der 3. Buchstabe ist ein Y. Y. Y reimt sich auf Schichtbeton. Schichtbeton. Schichtbeton ist Beton aus mehreren Schichten. Merkst du was? Schicht und Beton, das sind 2 Wörter. 2. 2 ist die 2. Zahl. Vorher ist die 1 da. 1 plus 2 gleich 3. 3. Kane hat 3 links in seinem Banner. Banner. Banner ist eine Fahne mit einem Hoheitszeichen. Kane hat auf YouTube einen Banner. In Kanes Banner steht Kane. Heißt das, dass er eine Hoheit ist? Oder dient das nur zur Ablenkung? Let's find out. Kane war früher bei den Mindjerks. Mindjerks. Jerks. Jerk kann auf Deutsch in 10 verschiedene Beleidigungen übersetzt werden. Eine davon ist Trottel. Trottel hat 3 T's im Wort. TTT. TTT steht für Trouble in Terrorist Town. Trouble in Terrorist Town ist ein Spielmodus für Garry's Mod. Garry's Mod reimt sich auf Larry Pot. Larry Pot ist ein Musiker. Musik. Musik ist ein Bestandteil unseres Lebens. Aber was, wenn die Musik von den Illuminaten produziert wird? Let's find out. Illuminati heißt übersetzt die Erleuchteten. Aber wer ist erleuchtet? Es liegt auf der Hand. Nordkorea. Wegen dieser Erleuchtung brach der Koreakrieg aus. Krieg. Krieg hat 5 Buchstaben. Idiot hat auch 5 Buchstaben. Zufall? Ich denke nicht. Jerk kann auch zu Idiot übersetzt werden. Siehst du die Parallelen? Lass uns ranzoomen. Boah, siehst du sie jetzt? Das sind 3 Stiche, die parallel zueinander verlaufen. Paralleluniversum existieren parallel zueinander. Illuminaten haben Parallelen erfunden. Woher ich das weiß? Illuminati! Also sind jetzt die Paralleluniversum existent, weil die Illuminaten die Parallelen erfunden haben. Kay lebt in diesem Universum, aber wahrscheinlich auch parallel in einem anderen. Parallelität hat 12 Buchstaben, Kane hat 4 Buchstaben. 12 durch 4 gleich 3. Das Symbol der Illuminaten hat 3 Seiten und 3 Ecken. Kane ist Illuminati confirmed.